Ja, die Früchte, die das in die Küche schaffen. Irgendwann hat mich das mal gepackt. Mit Küche habe ich immer weniger im Hut gehabt. Da bin ich einfach mal angefangen, Marmeladen zu machen. Es waren so viele Früchte im Garten. Und dann habe ich gedacht, da fängst du mal an, Marmeladen zu machen. Und seitdem esse ich leidenschaftlich Marmeladen zum Frühstück. Und wenn wir sonntags frühstücken, dann stehen 8 Marmeladen auf dem Tisch. Und ich bin auch zwangsläufig fürs Kochen zuständig bei der Marmelade. Das ist allerdings für mich keine Arbeit, sondern Erholung. Ich kann mich da wunderbar bei entspannen, wenn ich abends eine Marmelade ansetze. Und die meisten Anleitungen nehme ich aus der Marmeladenbibel von Christine Färber. Meines Erachtens ist es das beste Marmeladenbuch, das zurzeit auf dem Markt ist. Das Geheimnis besteht darin, es werden keine künstlichen Geliermittel verwendet. Sie macht Marmeladen, Gelees, Konfitüren durch Zucker haltbar. Das bedeutet aber nicht, dass sie grauenvoll süß sind. Im Gegenteil, der volle Fruchtgeschmack bleibt erhalten. In diesem Kochbuch sind die Arbeitsschritte sehr genau beschrieben. Das Besondere an dieser Methode ist, das Obst wird am ersten Abend vorbereitet, also Schalen oder Kerne entfernt, geteilt, gewürfelt, wie auch immer. Und dann gründlich mit dem Zucker vermischt. Kurz aufkochen und dann lässt man es über Nacht mazerieren. Das heißt ganz einfach, man stellt das Gemisch in den Keller oder in den Kühlschrank mit Backpapier bedeckt. Am zweiten Tag kocht man es nochmal richtig auf, gibt eventuell noch Gewürze dazu und nach 10 Minuten wird es einfach abgefüllt in Gläser und fertig ist die Marmelade. Ergänzt werden die Rezepte durch Tipps, was man mit der fertigen Konfitüre, außer dass man sie aufs Brot streicht, sonst noch machen kann. Es steht dann immer unbedingt probieren und das sollte man auch tatsächlich machen. Ich habe, und dass ich mein zweites Buch vorstelle, ich stelle erst das zweite Buch vor. Ergänzt wird das am Ende noch durch Chutneys und Sirupe. Und wie Sie sehen, es ist ein viel benutztes Buch. Also, und wenn man 8 bis 10 verschiedene Marmeladen hat, dann hat man im Keller bestimmt 20 verschiedene. Also es wird ständig Marmelade gekocht. Ich habe Ihnen noch ein zweites Marmeladenbuch mitgebracht. Das habe ich unlängst entdeckt. Wir sammeln privat zu Hause die Inselbücherei. Das ist eine kleine, feine Bücherei, die es seit circa 100 Jahren gibt. Viele Klassiker drin, Märchen, neue Literatur. Und vieles andere noch. Und tatsächlich ist vor kurzem ein Marmeladenbuch herausgekommen. Die Autorin ist Veronique Witzigmann. Sie ist die Tochter des Sternekochs Eckhard Witzigmann. Also das hochprofessionelle Kochen liegt offenbar in der Familie. Jedenfalls haben mich die Rezepte, obwohl mit Gelierzucker hergestellt, sehr begeistert. Stellen Sie sich vor, weiße Pfirsiche mit Birnen und Grand Marnier. Kaltgerührte Kiwi mit Banane, Rum und Kokos. Marmelade von der Rosa Grapefruit mit Rhabarber und Aperol. Sie sehen, das ist jetzt nichts für Puristen, aber etwas für Marmeladen-Junkies, die nach Ideen suchen. Erwähnen möchte ich noch, dass dieses kleine, feine Buch Illustrationen hat, die von Kate Menchik sind. Das ist eine der angesagtesten Illustratorinnen zurzeit. Und das Buch ist somit eigentlich auch geeignet als kleines Geschenk.